Moin Leute, willkommen zu einem neuen Among Us Video. Diese Runde geht wieder auf die Kappe von Dalukat, der uns wieder alle invited hat. Und dann... Wer Among Us noch nicht kennt, 10 Leute auf einem Raumschiff, 2 Verräter. Die Crew, die versucht, das Raumschiff zu reparieren. Die 2 Verräter versuchen, die Crew abzumurksen. Viel Spaß. Ich finde, es sieht immer aus, als wenn er grinst. Ja. Oder nette Du. Nice. Na, das ist Julia. Leute, Imposter, jetzt geht's los. Gipslos tot. Mann, als erster Stemm ist aber schwach. Wird aber relativ safe ein Vent-Kill gewesen sein. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Kill auf normaler Ebene war. Es ist unten rechts in der Cafeteria auf dem Balkon. Da ist ja eh ein Vent. Und das ist einer der sichersten Vent-Kills, die du machen kannst, weil du von drin nicht gesehen werden kannst. Typischer Items-Move an der Stelle auch. Dadurch, du lebst safe. Auch noch, muss man sagen. Ich bin safe, naja. Dalo. Erzähl's ihnen jetzt schon, damit sie es wissen. Nee, kann ich wirklich nicht bestätigen. Also kann ich wirklich nicht bestätigen. Okay, aber gut. Der Vent in dem Raum, wo du warst, wäre die direkte Verbindung zu dem Vent, wo Gibby gestorben ist. Also wunderschön. Das, wunderschön. Das ist, ja, nee, aber das ist super. Vom safen Alibi, dass ich dachte, zur Anschuldigung. Das ist der Escalated Queen. Ich will schon sagen, also näher dran also kannst du nicht sein. So stark verzockt, da kann ich Casino spielen. Oder es ist ein Self-Report. Nee, es ist... Nein. Also die Leiche, bis die einer gefunden hätte, wäre auch safe. Jeder, der die Leiche gefunden hätte, der Kill-Cooldown wieder ready gewesen. Da hättest du noch einen mitnehmen können. Wen hast du gewonnen, Dalos? Auf Items natürlich. Ja, aber ich dachte nur, dass das eine der Optionen wäre. Wir können doch bitte noch ganz kurz durchgehen, wer am Ende wo war. Also nein, ich habe geskippt. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist ein Vent-Kill. Ja. Ich kam delayed mit Dalo. Ja, und mit Julie. Ja, aber ganz Julie kurz, als das Licht wieder angehen, hat Dalos mich ja gesehen. Wo das Licht wieder anging, war ich unten in dem Y, das Kabel links. Okay, Leute, das ist ja noch ganz gut gegangen, würde ich sagen. Die ist aber ganz frisch. Abnehmen! Alter, ich komm in den Gang rein und sehe, wie sie ganz einfach eiskalt Grants abschlachtet. Einfach so. Im Gang. Achim, was? Ach so. Statement? Sie wollte sogar gerade noch gerade ganz frisch. Nee, Achim, du bist überführt. Aber Julie hat gesagt, du warst. Ach so, okay. Gut, ja, das ist ja wie bei dir. Haben wir das geklärt? Vorbeigelaufen und der andere ist runter kaputt gegangen. Du wolltest gerade sogar noch weiter frech nach oben laufen, aber hast gesehen, dass ich da bin und bist wieder umgedreht. Was hast du dazu zu sagen? Ich habe erst überlegt, ob ich wegrenne, dann dachte ich, nee, ich reporte schnell. Ach so. Hast du denn reportet, Julie? Ja, habe ich. Wunderbar, also Achim hat reportet. Das sieht man. Ich wollte gerade sagen, Achim hat gerade reportet. Was? Ach, da steht, Achim hat reportet. Also steht fest. So, was ihr jetzt sagt, ich habe jetzt meine Aussage getätigt. Mal gucken, ob mir diesmal jemand glaubt. Lass Julie doch erstmal erzählen. Ja, kann sie ja machen. Was ist da gerade passiert so? Ich kam hoch in diese... Du bist gerade... Ich glaube, deine Voice Activation ist relativ... hoch. Der eine tot oben. Man hört dich nicht richtig, Julie. Man hört dich nicht richtig. Ist das jetzt extra oder ist das nicht extra, ist die Frage. Du bist muted, by the way. Also hier, ne? Nur falls du was sagen willst. Dalo ist tot. Ja. Ach, Dalo ist tot? Wann ist das denn passiert? Ich glaube, die Abstände zwischen dem Akt... Ich dachte, das war Grants. Wer wurde gerade gefunden? Dalo oder Grants? Beide. Grants wurde, oder? Grants wurde gefunden, das heißt Dalo. Also beide wurden getötet, einer wurde gefunden, ja. Ja, aber wer wurde gefunden? Das ist doch... Grants. Grants okay, wurde das gefunden. Heißt, Grants war da, gut. Und wo Dalo das letzte war, hat irgendjemand, ist irgendjemand mit Dalo rumgelaufen, hat ihn gesehen? Nee, also doch. Ich war. Warte, das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben, war in der Schleuse, wenn ich mich nicht ganz täusche, nach oben hin.
Okay. Aber können wir uns jetzt erstmal über um den Fall hier kümmern? Ja, ich glaube, eiskalt gesehen. Ich glaube Achim. Also ich glaube auch, dass es Julie sein kann, weil Achim war halt mit dem Licht anmachen dabei. Das würde auf jeden Fall passen, dass Grant und Julie zusammenlaufen. Ich wollte halt nicht reden, ich wollte morsen. Wenn ich jetzt ja, oder so. Ich hoffe, das war bei 7 kein Fehler. Junge, der Plan geht einfach mal 1A auf. Denk mal einfach Achim den Rücken decken. Das ist ja super gut. Das ist einfach nur perfekt, was hier gerade abläuft. Ich sag, wie es ist, Leute, das wird eine Gewinnerrunde. Wobei, wir haben nicht mehr so viel. Also, es ist krass, wie oft man auf diesen Button drücken muss und nichts passiert. Ich hab's gesehen. Was war's? Hast du's gesehen? Ich hab gesehen, dass Achim Dardosch umgebracht hat. Ach so. Achim, Statement. Dardosch hat das Licht wieder angemacht, das ist da oben, wo es zum Gewächshaus geht. Mhm. Und dann ist er runtergegangen und ich glaube, entweder Buddy oder Kundran waren noch mit da. Ich war auch da, aber ich war ein bisschen weiter oben. Ich hab's nicht gesehen. Also ich kann es weder bezeugen noch denyen. Und ja, Dardosch ist nach unten rausgegangen, quasi das umgekehrte Y lang und Achim hat ihm die Kehle aufgeschlitzt. Also ganz kurz, wir standen alle so gut wie nebeneinander. Ich war ein Admin rechts von euch und hab geguckt, wie sich das verhält. Bin gerade in den Flur rausgekommen und dann kam der Report, wo drei Leute rausgelaufen sind. Aber ungefähr. Was ist, wenn wir es jetzt so sehen, dass du mich jetzt einfach überführen möchtest, weil ich deinen anderen Imposter-Buddy rausgeschmissen hab, dass du jetzt dasselbe mit mir abziehen möchtest, was ich gerade abgezogen habe? Ich verstehe noch nicht so ganz, warum du eben Julie rausgevotet hast. Ich glaube, es lag daran, weil ich den Mord gesehen habe. Ja, genau. Du hast deinen eigenen Mord gesehen, den hast du auch gesehen. Ach so. Und deswegen hast du sie rausgehauen. Aber warum sollte ich jetzt dadurch killen, der mich schon verteidigt hat? Das ist jetzt auch komisch. Und dann versuchst du dieselbe Masche bei mir abzuziehen. Das könnte ja gerade in Gruppen, also ihr wart ja alle im selben Raum, das könnte ja einfach mal Kill klicken gedrückt sein und dann hoffen, dass es den richtigen erwischt. Also ich glaube nicht, dass da gezielt werden kann in dem Raum, wenn da vier Leute um dich rumstehen. Also entweder sind es Juli und wer hatte Achim gerade beschuldigt? Eraser oder ist es Achim? Ja, aber dann fehlt zu Achim immer noch ein zweiter. Kundran, was sagst du? Ich wollte gerade in meinen letzten Kabel ziehen. Dann ich glaube, gedrückt. Kundran ist es nicht, weil der hätte mich da ganz vorne beim Start, ja. Als ich da nochmal zurückgegangen bin, hätte er mich locker killen können. Und da hätte er mich machen können. Also wir gehen davon aus, dass Julie der eine ist, dann müssten wir skippen theoretisch, wenn wir uns nicht sicher sind. Gib mir oder baut mir. Dann machen wir jetzt unsere Task fertig. Geister bitte auch schnell, weil das könnte noch klappen. Okay Leute, ich sag wie es ist. Es sind 5 Leute da drinne. Wenn wir 2 Leute weghauen, haben wir gewonnen. Kriegen wir hin. Einfach nur weghauen. Ich hoffe mal, dass er unten weggehauen hat. Ah, oh, guter Mann, ich wollte hier gerade auch noch einen wegschnetzeln, Alter. Wie konntet ihr ihn skippen lassen? Items ist schon wieder der dritte Tee, Mann. Liebe Freunde, das war's mit der Folge Among Us. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, Daumen nach oben da lassen und abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Nächstes Mal spielen wir hier mit der jungen Zayuri und noch ein paar anderen Streamern, also mit ein paar anderen Leuten. Und das ist voll in die Hose gegangen. Ich wünsche euch noch ein ganz, ganz schönes Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.